Mein Name ist Johannes Kappes, Leiter der Polizeiautobahnstation in Schwaich. Wir befinden uns hier auf der A64 zwischen Luxemburg und Trier, in Fahrtrichtung Trier. Gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Dabei ist ein Sattelzug, der mit Pflanzenschutzmitteln geladen ist, aufgefahren. Momentan laufen Bergungsmaßnahmen, weil Teile des Pflanzenschutzmittels auslaufen. Es hat sich ein längerer Rückstau gebildet. Im Moment sind Einsatzkräfte der Autobahnpolizei dabei, den Pkw-Verkehr entgegen der Fahrtrichtung über die Luxemburger Seite aus dem Stau herauszuführen. Die beiden Fahrer der Lastsattelzüge wurden verletzt. Christian Otto, Pressesprecher der Feuerwehren Trierland. Nach Eintreffen der Ersteinsatzkräfte wurde festgestellt, dass der Lkw Gefahrstoff geladen hat, sodass hier ein Großaufgebot von Feuerwehrkräften zur Einsatzstelle beordert wurden, unter anderem der komplette Gefahrstoffzug Piasabo, sowie die Feuerwehren Langsur, Nebel und Mesenich. Ja, die Feuerwehren konnten hier nur unter CSA, unter einem Chemieschutzanzug, zum Lkw-Anhänger vorgehen, da es sich hier um ein Pestizid handelt, das umweltgefährdend ist. Stoff ist in unbekannter Menge ausgetreten. Mehrere Paletten sind beschädigt durch den Aufprall. Ja, die eingesetzten Kräfte unter Vollschutzanzug werden nach dem Einsatz in einer sogenannten Dekon-Stelle entkleidet und gereinigt. Dies ist notwendig, da sie an der Einsatzstelle mit dem Stoff in Berührung kommen und, wie eben schon mitgeteilt, dieser gesundheitsgefährdend ist. Die A64 ist zurzeit in beide Richtungen voll gesperrt, unter anderem aufgrund der vielen Einsatzkräfte, die hier vor Ort sind und auch wegen des auslaufenden Gefahrstoffes, um hier eine Gefährdung für andere Teilnehmer zu verhindern.